In Fähring wird am Vorabend des Nationalfeiertages stets zu einer großen Feier geladen. Neben der Vorstellung der Jungbürger und den Ehrungen verdienter Gemeindemitglieder gab es in diesem Jahr auch ein besonderes Jubiläum zu feiern, nämlich 60 Jahre Stadt Fähring. Ja, natürlich, 60 Jahre Stadt Fähring ist ein großes Jubiläum. Wir haben uns schon gefreut auf diesen Abend. Das gesamte Jahr steht schon unter diesem Zeichen. Viele Veranstaltungen hat es schon gegeben, aber heute, das war der Höhepunkt. Und es war eine wunderschöne Feier, eine richtige Geburtstagsfeier mit Gästen. Ich war sehr beeindruckt und es war ein toller Moment mit den Gästen, ein wenig die Vergangenheit zu beleuchten, aber vor allem auch in die Zukunft zu schauen. Vor der Feier marschierten traditionell Vereine und Ehrengäste zum Hauptplatz, wo am Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt wurde. Im Anschluss startete der große Festakt in der Sporthalle. Verdiente Bürger wurden dabei ausgezeichnet und die Jungbürger der Gemeinde vorgestellt. Wir haben immer sehr, sehr viele, die eine Ehrung erhalten. Viele, die, ich sag, Wiederholungstäter sind, die immer wieder sehr, sehr gut im sportlichen Bereich oder auch im wirtschaftlichen Bereich, im schulischen Bereich sind. Da gibt es sehr beständige, aber natürlich haben wir auch ganz besondere Ehrungen an diesem Abend. Wir haben heute, durften wir zwei silberne Ehrennadeln und eine goldene vergeben an drei Feuerwehrkameraden. Ja, ich finde es auch was ganz klasse. Es ist eine super Sache, sie haben da eine super Veranstaltung gemacht. Der Herr Bürgermeister mit seinen ganzen Leuten, was hinter ihm stehen. Man sieht, dass wir wirklich eine wertvolle Region sein, mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen wertvollen Leuten, wo es wirklich tolle Leistungen bringen. Im Jahr 1962 wurde Fähring zur Stadt erhoben. Deshalb feierte man an diesem Abend auch ein Geburtstagsfest. Im Rahmen einer Gesprächsrunde mit Fähringer Gästen gratulierte man zu 60 Jahre Stadterhebung. Österreich besteht ja aus diesen Leuten, die schon viel gearbeitet haben, aber vielleicht noch wichtiger, die jetzt in die Zukunft gehen. Und es war halt ja sehr erfreulich, dass die Jungbürger da waren und dass da eben zwei Vertreter sich auch sehr toll zu Wort gemeldet haben. Jung und alt, da hat man gesehen, natürlich, welches Potenzial unsere Jugend hat. Unsere beiden Jungbürger, mit welchen Gedanken sie in die Zukunft gehen, das kann uns schon sehr positiv stimmen für die Zukunft. Ich bin da geboren, aufgewachsen, unter meinem Freundeskreis. Wir haben wirklich viele Sachen, was wir in unserer Region machen können. Es ist sehr abwechslungsreich und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir da daheim sind. Die Nationalfeiertagsfeier in Fähring, ein festlicher Rahmen für das große Jubiläum 60 Jahre Stadt Fähring.